Willkommen bei Elex. Ja, ihr Lieben, ganz schöner Action. Ganz schön Mist, in den ich uns hier reingeritten habe. Aber ich denke, da drüben geht es irgendwie bergauf. Und vielleicht geht es ja dann auch mit uns bergauf. Mal schauen, was wir hier so haben. Ha, Goldbrocken. Hier können wir nicht essen. Apropos Essen, sollten wir vielleicht mal nachschauen. Habe ich bisher immer vernachlässigt. Bisher hier Heilpflanzen genommen und so ein Kram. Müssen wir ja nicht unbedingt. So, was mit der Brause? Hier, plus 12 Gesundheit. Klatsch, reingehauen. Oder halt eine Konservendose hat auch plus 7. Okay. Trockenfleisch, zack, reingehauen. Damit dürfte es uns ja dann schon mal ein bisschen besser gehen. Können wir eigentlich sofort, wenn das da gestoppt hat, auch mal einen Zwischenspeicher machen? So, dann müssen wir das nicht wiederholen, wenn wir draufgehen. Schubidu. Und dann würde ich sagen, ja, versuchen wir doch einfach mal diese unglaubliche Reise fortzusetzen. diesen Road to Nowhere. Talking Heads wären glücklich, dabei zu sein. Doch, wir versuchen uns mal da drüben durchzuschlagen. Irgendwie wird das schon. Ich bin da guter Dinge. Wir sind ja schließlich hier mit der Bestie von Karax oder Karkras oder wie auch immer unterwegs. Kackkrass. Das ist ja mal wieder. Ja gut, ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Das war eine Tonstörung. Brücke. Na, da unten ist ein Häuschen. Und wie gesagt, ein bisschen Loot täte gut. Ne? Also eventuell mal so ein waches Auge haben. Auch ein waches Early. Das hat sich jetzt schon nicht so vertrauenserweckend angehört, aber hier ist auch nichts. Ich dachte, das wäre eventuell so ein Wellblechdach von irgendeiner kleinen Hütte, wo jemand Unterschlupf gefunden hat oder hier unter der Brücke oder so. Könnte ja sein. Also wenn ich hier unterwegs wäre, ich würde mich hier so unter so einer Brücke verschanzen irgendwie. Da habe ich natürlich Hoffnung, dass ich jetzt hier auch was finde von irgendwem, der die gleiche Idee hatte. Aber dem ist wohl nicht so. Okay, ich mache einen großen Bogen um das Gebiet, wo ich eigentlich hin sollte. Okay, Kisten. Das sieht echt stark aus hier. Nehmen wir mal noch einen Hammer. Mhm. Ja, Trockenfleisch. Ja, probieren wir es doch einfach mal aus. Und schlagen den Weg in Richtung gelbes Dreieck ein. Vielleicht gibt es hier oben eine Brücke. Da müssen wir ja auch gar kein Action machen und können einfach diese Stimmung hier genießen. Und wenn ich ehrlich bin, ich habe jetzt schon länger keinen Schlafsack mehr erlebt. Oh, oh, was ist denn das? Ach du meine Güte. Ihr Lieben, ist das eine Welt. Boah. Das Vieh sieht ja aus wie Hornwolfs Mutter oder so. Puh, mal schnell weg hier. Na. Okay. Da oben haben wir wieder so einen Grimbär. Grumpy. Meine Güte. Was haben wir hier? Ratte. Alter. Nein. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht. Schon allein deswegen, weil ich gar nicht mehr genug Heilpflanzen und Essen dabei habe. Müsste ich mir einfach jetzt mal wieder ein Fleckchen suchen. Wo mich Kröti nicht mehr so schnell findet. Oh, ich laufe dem auch noch in die Arme, ne? Da ist tatsächlich eine Brücke. Okay. Wow. Erstmal eben noch schnell ein Heilpflänzchen, damit ich wenigstens diese Begegnung überstehe. Oh je. Da kommt noch ein VV. Jetzt wird's aber eng hier. Sieht mal ein bisschen gummikleiner.
Ja, komm, das schaffst du noch. Das schaffst du noch. Mal tief durchatmen, mal kurz runtergucken. Eieieiei. Was haben wir da drüben? Ein Bienennest? Da. Krass. Na gut, die da unten sind heiß auf mich. Können wir also mal eben hier hinein. Essen wir doch direkt mal noch ein bisschen Trockenfleisch. Einmal gebratenes Fleisch. Trinken einmal aus der Wasserflasche. Sollte eigentlich reichen, wenn es überhaupt so schnell hintereinander geht. Ah ja doch. Weil die auch einen Cooldown haben, aber das geht. Die decken sich anscheinend. Okay. Fly, fly away. Up, up and away. Guck mal, da ist eine Kiste mitten in der Wildnis. Das ist cool. Ach, das lässt mein Herz höher schlagen. Oh, ein kleiner Mana-Trank. Schön. Oh. Also Elix hat seine Momente, wa? Ist das geil. Ein bisschen den weißen Turn noch ein bisschen brauner machen, damit er noch weniger von einem freien Menschen unterschieden werden kann. Dann probieren wir hier mal. Nein, nicht. Das war jetzt. Okay. Das war ein Satz mit X. Meine Güte, ey. Was haben wir jetzt schon wieder alles gesehen an Viechern? Was hätten wir jetzt schon wieder alles für Tode sterben können? Verdammte Hacke. Gut, dass wir so ein eiskalter Typ sind. So ein eiskaltes Händchen. Und dass wir uns nicht von jedem provozieren lassen. Das ist schon mal wirklich von Vorteil. So. Sieht ja hier fast beackert aus, das Land. Da ist ein Hütchen. Speichert gerade automatisch. Ich traue dem Frieden nicht, aber... Man kann ja auch mal guter Dinge sein, während da hinten irgend so ein Nashorn durch die Gegend rennt. Und ich glaube, ich sollte wirklich jede Ratte mitnehmen, damit ich ein bisschen an EP bekomme. Ich muss ja jetzt nicht unbedingt das Rattenfleisch immer einstecken, aber die Erfahrungspunkte sollte ich gerade am Anfang, sollte ich die mitnehmen. Und wir sind ja noch total am Anfang. Ich versuche ja eigentlich gerade nichts anderes zu machen, als Duras als meinen Waffen... Gefährten oder wie Weggefährten oder wie auch immer zu gewinnen und tja, schon das gestaltet sich mehr in einem ich lauf weg als wirklich in einem Abenteuer, in dem ich auf den Putz klopfen könnte. Also wie gesagt, ich finde das gar nicht mal so übel. Ich bin halt jetzt hier ein kleines Würstchen, so wie er eben gesagt hat. Ich habe keine Kräfte mehr, ich habe schon lange kein Elix mehr gekriegt, ich brauche mal wieder was, Bruder. Ich brauche jetzt auch mal was, und zwar meine Tropfen. Verdammte Hacke, was? Och, guck mal, wie der Purzel poltert. Ja, da ist er fies aufs Fettchen gefallen. Das ist ja... Wo sind meine Pillen? Verdammte Hacke. Gut, wir haben da drüben irgendwas gekriegt gehabt. Gehabt gekriegt. Komm, ihr Spinnen aus der Erde. Wie war das mit den EPs? Komm, die nehmen wir mit. Nehmen wir mit einem mächtigen Schlag. Ne? War hier nicht noch eine? Ja. Zwei Erfahrungspunkte eingesammelt. Dann bin ich mir jetzt gar nicht mehr so sicher, wo ich überhaupt noch lang gehen möchte. Aber gibt es hier nicht sowas wie Flux Airlines oder so? Was ist das hier? Ich dachte, da steht jetzt irgendwie ein cooler Knüppel oder eine Sense. Aber dem ist leider nicht so. Schade. Dem ist nicht so. Ich folge mal dem Weg und der Brücke. Und hoffe einfach. Ich hoffe einfach das Beste. Ist das cool. Aha, hier gibt es Federvieh und so. Das sieht ja dann hier alles ein bisschen mehr befriedet aus. Hoffe ich mal. Was gibt's hier? Nichts. Okay. Wir müssten
Westen in die Richtung und eventuell habe ich Glück und da oben ist schon was zu holen. Also im Sinne von Entspannung, Ruhe, Händler, Leute, die ich befragen kann und langsam vorankomme. Wölfchen? Ich habe nichts gesehen. Ich bin das Rotkäppchen. Oh. Mal eben die Abkürzung genommen. Das sieht aus wie bei uns in der Stadt, ne? Da geht auch so ein Weg hoch, so in Schlängelfaden. Oh, cool. Jetzt hoffe ich mal, dass das hier nicht schon wieder ein Banditendorf ist. Sollte ich vielleicht mal eben... Oh, guck mal, da ein Hund. Okay, ich sollte mal eben. Puh. Das ist jetzt nicht so erbaulich. Setzerbrot. Pfeil nehmen wir. Was? Der kann doch hier nicht einfach rumrennen, während hier Leute rumrennen. Ich meine, das ist ja... Oder gehört der denen? Ist das denen ihr Schoßhund? Mit dem die dann abends knuddeln oder was? Hier liegen überall Pfeile rum. Das ist ja cool. Heidewitzka. Was? Wahrscheinlich haben wir jetzt an einem idyllischen Ort aufgetaucht zu sein. Aber das Vieh macht mir Sorge. Was war das jetzt? Wollte man mir damit sagen, hallo, du hast hier vielleicht eine neue Heimat gefunden? Oh, Elixierbeutel direkt mal nehmen. Eckart. Hey Eckart, Hammer. Siedler. Ja, dazu passt dann. Magie gehört nicht in unsere Welt. Wissen und Technik sind die Zukunft der Menschheit. Das sagt euch Herbert aus dem Orbit. Ist das cool? Herbert, hast du noch was zu sagen? Würdet ihr euren Kindern Gift zu essen geben? Wenn nicht, solltet ihr euch überlegen, weshalb es überhaupt jemand essen sollte. Wir kamen unverseucht auf diese Welt. Kalan liebt die Reinheit. Wir sollten das auch. Hier spricht Herbert aus dem Orbit. Ist das cool. Herbert aus dem Orbit spricht zu uns. Ist das geil. Moment mal. Was? Wo soll's denn hingehen? Lass mich raten. Du bist hier der strategische Offizier. Noch so einer von deiner Sorte hat mir gerade noch gefehlt. Du lässt hier besser die Waffe stecken und hältst deine langen Finger bei dir. Dann kriegen wir auch keinen Ärger miteinander, klar? Ja, okay, aber weißt du, der... Der Ort hier sieht wie ein Flüchtlingslager aus. Ja, für viele ist es der letzte Zufluchtsort vor den Konvertern der Alps. Für andere ist es eine Festung des Widerstands und der Freiheit. Für mich ist es eine Lebensaufgabe. Jeder, der Schutz sucht, wird ihn bei uns finden. Doch du siehst nicht aus wie jemand, der Schutz braucht. Eher wie jemand, der auf Krawall aus ist, wenn du mich fragst. Mach hier besser keinen Ärger. Auf Streuner stehen wir hier nicht. Boah, was hat der denn da für ein geiles Hackebeil hinten auf seinen Schultern? Seht ihr das? Krass, das will ich haben. Ja, gut, dann würde ich sagen, wer? Wer hat hier das Kommando? Unser Boss? Er ist oben im Haupthaus. Sein Name ist Lloyd. Aber Typen wie du nennen ihn Big Daddy, klar? Geh ihm besser nicht auf die Nerven, rate ich dir. Er hat Besseres zu tun, als mit euch Streunern seine Zeit zu verschwenden. Hey, wenn ich dir jetzt sagen würde, dass ich gar kein Streuner bin, sondern ein Alp, würdest du dir dann mächtig in deinen... ich frag's dich gar nicht. Ich sag lieber, du? Du kümmerst dich um die Befestigung des Lagers? Ganz genau. Und jeder, der hier etwas zerstört oder unrechtmäßig entwendet, wird sich vor mir verantworten müssen. Ah ja. Und wie läuft der Job?
Du willst mich doch nicht etwa aushorchen, ob es hier etwas zu holen gibt, oder? Also entweder packst du ordentlich mit an, oder du kannst dich gleich wieder verziehen. Verstanden? Ja, ne? Oh, Hilfe. Ich polter hier rum. Was ist denn das hier? Bademeister und... Pass auf. Für so einen kleinen Bademeister hast du eine ziemlich große Klappe. Ach ja? Meinst du? Dann wird dir dieser Bademeister mal den Ausgang zeigen. Nee, Alter! Hi, hey, 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 Oma, also... Wie war das mit, ich nehme mal eine Pflanze? Jetzt ist Eckhart echt stinkig auf mich. Das finde ich jetzt ein bisschen... sagen wir mal, nicht so glücklich, ne? Hab ich Eckhart ein bisschen zu sehr gern. Was steht denn hier rum, verdammte Hacke? Krass. So, laufen wir mal hier durch, aber solange die anderen nicht auf mich böse sind, finde ich es okay. Ach, ich soll bestimmt da hinten hin, ne? Mann, jetzt habe ich Eckhart gegen mich aufgebracht. Es gibt Schlimmeres. Zum Beispiel das da. Eckhart! Eckhart kommt nicht. Doch, da kommt Eckhart. Eckhart! Guck mal da unten. Guck mal hier. Guck mal, Eckhart. Guck mal, was ist denn das? Oh, zwei von der Sorte. Heidewitzka. Wo kommt jetzt er längs? Er kommt jetzt hier hoch? Okay. Eckhart, guck mal. Guck mal hier. Ganz süße Wauwau. Oh! Was hat er denn gemacht? Oh! Okay, ich geb's zu. War scheiße von mir. Aber da sieht man mal, was das für Auswirkungen haben kann. Mal gucken, wo der jetzt wieder anfängt. Bestimmt beim Gespräch von Eckhart. Oh, zum Glück holt er jetzt nicht aus. Hier, Herbert aus dem Orbit, der war mir sympathisch. Aber Eckhart, der ist hart. Du bist ja immer noch da. Hab ich dir nicht gesagt, du sollst dich hier nicht mehr blicken lassen? Oh, ach, okay. Ach. Okay, der hat mich gar nicht getötet. Warum hat er jetzt irgendwas gezählt von lauernde Wühler und so? Ih, Ferkel. Na, Taschentuch, ne? Taschentuch wäre mal eine Sache hier. Ich glaube, wir machen uns eine Fabrik aus dem ganzen Klopapier und stellen endlich mal Taschentücher her. Damit es den Leuten hier gut geht. So, jetzt habe ich auch schon wieder eine ganze Menge verballert. Jetzt regenerieren wir uns erstmal eine kleine Runde und safen mal eben. Weil das war ja jetzt mal wieder typisch Diefohl, muss ich sagen. Ich sag zu ihm, hör mal zu, du Bademeister. Geh mir mal nicht auf die Knöten. Und zack, kriege ich voll ein Verbraten. Siedler, wo würde denn hier so ein Chef wohnen? Doch hier oben drin, oder? Wer bist du? Lloyd, das ist er doch. Und aus der Mitte entspringt ein Keim der Hoffnung. Nicht ein Fluss? Bedroht durch den Sturm aus dem Norden, halten wir das Auge mit Stolz und Zuversicht. Ich nehme an, du hast hier das Kommando. Ich bin Lloyd, geistiger Vater und Anführer der Menschen hier. Willkommen im Lager der Mitte, Fremder. Lass deine Waffen ruhen und schöpfe neue Kraft an unserem wärmenden Feuer. Du, das klang bei Eckhart aber jetzt gerade eben noch ein bisschen anders. Trotzdem cool. Hi Lloyd, du bist ja gar nicht mal so schlimm. Lass mal gucken. Lager der Mitte, sagst du? Ihr nehmt Flüchtlinge auf? Wie steht's um eure... komm hier, pass auf. Nehmt Flüchtlinge auf? Ihr nehmt Flüchtlinge auf. Wenn es nur nach mir gehen würde, würden wir jeden hier leben lassen. Doch muss die Chemie unter meinen wichtigen Männern stimmen. Sie sind es, die das Ganze hier zusammenhalten. Also, wenn sie dich mögen und du ihnen ihre Unterstützung anbietest, denke ich, wird niemand etwas dagegen haben, wenn du dein Lager hier aufschlägst. Ich muss ihre Aufgaben erledigen, um hier bleiben zu können. Fürs Erste wird es reichen, wenn du ihnen in Aussicht stellst, dich um ihre Belange zu kümmern. Wenn ihnen gefällt, was du zu ihnen sagst, kann ich dir eine Bleibe anbieten. Fair genug, oder? Schon gar nicht mal so übel. Das wäre dann ja mal was... Da hätte man eine Hütte... Außerhalb der Fraktionen anscheinend. Das ist ja ziemlich geil, aber ich glaube, das wird nichts mehr, weil ich hab's mir echt mit Eckhart verscherzt, ne? Lager der Mitte, sagst du. Klingt ziemlich naiv für diese kleine Ansammlung von ein paar freien Menschen.
Große Visionen werden immer belächelt. Das kümmert uns nicht. Es ist wie in jedem Spiel. Am Ende werden die Punkte gezählt. Der Krieg ist nur ein Spiel für dich? Nein, natürlich nicht. Doch wenn du die Spielregeln deines Gegners kennst, macht es vieles einfacher. Ja, das ist schon wahr. Gut, erzähl mir von deinen Visionen. Wer sind deine wichtigen Männer, denke ich mal? Da geht es denn darum, wie steht es mit eurer Kampfkraft? Den könnte man ihn hier sogar als Waffengefährten einsetzen. Das wäre ja auch gar nicht mal übel. Aber lassen wir uns doch erstmal was von der Vision erzählen. Erzähl mir von deiner Vision. Ich bin viel herumgekommen und habe auf meine alten Tage viel Erfahrung sammeln dürfen. Die verschiedenen Gemeinschaften, die noch existieren seit der großen Katastrophe, haben alle eines gemeinsam. Es fehlt ihnen an Flexibilität. Sie sind alle Gefangene ihrer eigenen Gesetze und Verhaltensweisen. Doch gibt es viele Rohdiamanten unter ihnen, die unsere Sache wirklich voranbringen würden. Dieser Ort hier ist ihre Anlaufstelle. Ja. Ja, wir hören mal weiter. Ihr kämpft für die freien Menschen? Wir kämpfen für Freiheit und Selbstbestimmung. Wir trotzen den Unterdrückern und den Verblendeten. Es wird jemand aus unserer Mitte sein, der die Welt in seinen Grundfesten verändern wird. Dein Erscheinen hier und dein Interesse an unserer Gemeinschaft beweisen das. Naja, interpretationsbedürftig, würde ich sagen. Ein Mann die Welt verändern. Na gut, wir haben nur den. Du glaubst, dass ein Mann die Welt verändern wird? Lassen wir doch die alberne Maskerade. Wir wissen doch beide, von wem wir hier sprechen, Commander. Du weißt, wer ich bin. Nein, du bist nicht mehr die Bestie, vor der sie alle erzittern. Einst hattest du große Macht. Alles wurde dir genommen und trotzdem bist du wieder aufgestanden und wirst deine alte Kraft bald wiederfinden. Ich sehe hier einen aufrechten, starken Mann und seinen inneren Konflikt zwischen Mensch und Maschine. Wer, wenn nicht du, könnte wirklich etwas bewegen? Du siehst eine Menge. Ja, darum nennen sie mich Big Daddy und folgen mir. Das haut, ja, sogar mich gerade voll hier aus dem Hocker. Das ist ja wohl geil. Krass. Geil. Also, super. Nee. Was geht hier ab? Warte mal. Also. Komm, weiter. Verstehe ich das richtig? Du würdest meine Sache unterstützen. Meine Tage sind bald gezählt und meine Aufgabe hier ist fast vollendet. Das Lager der Mitte ist errichtet. Nun ist es an der Zeit, dieses Werkzeug einzusetzen. Die Menschen hier warten auf eine starke Hand, die sie führt. Ich kann das nicht sein. Das ist mir mittlerweile klar geworden. Die Macht der Mitte braucht einen würdigen Anführer. Zeige mir deine neu gewonnene Menschlichkeit. Du musst meine Männer dazu bringen, dass sie dir vertrauen und für dich in die Schlacht ziehen würden. Also, Commander, erledige die Aufgaben meiner wichtigsten Männer und überzeuge sie von deiner Stärke und deinen guten Absichten. Dann werde ich dir das Kommando über das Lager der Mitte übertragen. Fuck! Das ist doch ein bisschen... Also, ich meine, ich hab's mir jetzt schon so derbe mit Eckhart verscherzt. Ich würde ungern irgendwie einen Spielstand davor laden, damit ich das noch irgendwie wieder glatt bügeln kann. Aber hören wir mal noch ein bisschen... Du würdest mir das Kommando über deine Kampftruppe übergeben? Einem Fremden? Dem Feind, der die freien Menschen an den Rande der Ausrottung gebracht hat? Ich sagte es bereits. Du bist nicht mehr die Bestie von Xakor. Dein Weg mag ungewiss sein, aber du wirst ihn gehen. Mit oder ohne unsere Unterstützung. Da bin ich doch lieber auf der Seite der Gewinner und pfeif auf Prinzipien. Woher willst du wissen, dass wir Erfolg haben werden? Das weiß ich nicht. Aber ich sehe dich und was dir widerfahren ist. Ein übermächtiger Feldherr wird zum Ausgestoßenen und wechselt die Seite. Eine bessere Chance kann ich mir gar nicht vorstellen. Aber eine Sache noch. Häng es nicht an die große Glocke. Sie werden es schon früh genug erfahren. Das ist echt der Hammer. Puh, gut, dann informieren wir uns mal, ob Eckhart jetzt dazu gehört. Wer sind deine wichtigsten Männer? Da gibt es den Späher Jonesy, der sich im Umland um die herumstreunenden Mutanten kümmert. Dann ist da Eckhart,
der sich für die Verteidigung der Anlage hier verantwortlich zeichnet. Und natürlich Harley, unser Mechaniker. Den machst du vermutlich schon glücklich, wenn du ihm etwas Großes zum Reparieren bringst. Es sind gute Männer. Also zeig dich auch von deiner guten Seite, wenn es dir möglich ist. Das ist ja jetzt interessant. Also hätte ich dem vielleicht sogar meine Drohne schicken können, wenn ich nicht erst die Drohne gesucht hätte und wäre dann eventuell durch Zufall oder halt auf dem Weg hierhin. Meine Güte, das ist ja... Ich verstehe es nicht. Aber ich find's cool. Ich meine, er wird bestimmt auch nur so einer sein, der seine Chance sieht. Aber woher weiß er denn bitteschön, dass ich die Bestie bin? Und ja, kein Plan. Kein Plan. Hier, ich habe ein paar Probleme mit Lagermeister Eckert. Ich habe ein paar Probleme mit einem Lagermeister Eckert. Ja, das war ja nicht zu übersehen. Tja, Eckert hat seinen eigenen Kopf. Das Problem musst du wieder aus der Welt schaffen. Also geh zu ihm und regle das. Wie du das machst, ist mir egal. Ja gut, dann fragen wir doch jetzt mal ganz kurz nach seiner Kampfkraft. Er wird uns zwar nicht begleiten, aber... Wie steht's um eure Kampfkraft? Wir haben einen Haufen kampferprobter Experten für unsere Sache hier gewinnen können. Unter der richtigen Führung kann es eine schlagkräftige Kampftruppe werden, die man nicht unterschätzen sollte. Alter Schwede. Und meine Güte, ihr Lieben, ist das ein Hammer? Das ist natürlich ein verlockendes Angebot, ne? Jetzt hier so das Dorf der Mitte übernehmen oder so? Ist schon ein Bringer. Gut, dass er uns vertraut, naja. Und welche Marionette wir dann für ihn darstellen, ist auch eine gute Frage. Da haben wir einen Teleporter. Also ich bin jetzt erstmal baff. Ich bin völlig rausgerissen aus meinem Spielverlauf. Ich wollte jetzt eigentlich erstmal zu den letzten Zeugen da. Ich glaube, die haben sich bestimmt da hinten irgendwo verkrümelt. Was ist Setzbrot? Ah, guck mal hier. Also bisher war mir ja die Berserker am liebsten. Federviech. Aber wenn ich natürlich die Möglichkeit habe, quasi zwischen allen Stühlen und Parteien agieren zu dürfen, dann mache ich das. Uhu, das hört sich irgendwie jetzt nicht gerade so heimelig an. Aber ich würde sagen, ist ideale Stimmung und auch der richtige Zeitpunkt für mein Gehirn, hier mal eine kleine Pause einzulegen und zu sagen... Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Hey, ist immer wieder cool, wenn ihr mir den Rücken stärkt. Gehabt euch wohl. Euer John D. Fool. Tschüss.